Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kommen heute zu einem Thema, was für einen Gitarrenspieler, gerade wenn er startet, ein sehr interessantes Thema ist. Für die Leute, die jetzt sehr lange im Thema sind, ist es wahrscheinlich eher ein weniger spannendes Thema, aber vielleicht dennoch interessant, weil es geht nämlich heute um eine Neuheit. Es geht um Plektren. Ja, wir haben alle, denke ich mal, unsere Lieblingsplektrum, vor allem wenn du schon etwas länger dabei bist. Bei mir sind es die Dunlop-Plektren, bei Akustikgitarren sind das 0,38, die ganz dünnen, die ganz, ganz weißen, die mag ich bei Akustikgitarren, bei E-Gitarren sind es die 0,60er. So, damit sind meine Vorlieben offengelegt, aber ich habe im Netz etwas gesehen. Und zwar gibt es seit neuestem die Firma, ich glaube, die gibt es noch gar nicht so lange, die Firma Plektrum, die kommt aus England und die haben Plektren neu designt. Die kommen ganz normalen Briefumschlag, sind die hier angekommen und die sind fucking ziemlich teuer. Die gibt es erstmal in, bevor wir zum Preis kommen, sprechen wir erstmal darüber, in was es die überhaupt gibt. Die gibt es erstmal in zwei verschiedenen Farben. Also ich habe den kompletten Shop gekauft. Also alles das, was es an verschiedenen Plektren da gibt, habe ich einfach gekauft. Und zwar gibt es da blaue, ja, drei verschiedene und es gibt rote. Da sind sie auch drei verschiedene. Und die haben so Döschen, wo du die mit transportieren kannst. Fand ich ganz nice, weil mache ich ein Döschen mit roten, ein Döschen mit blauen und sollte happy sein. So, dann gibt es die roten und blauen, das hat einen Grund. Es sind nämlich zwei verschiedene Materialien. Einmal die blauen sind nämlich Acetal steht drauf und auf den roten steht Polycarbonat drauf. Da haben wir schon mal Material geklärt. Und die gibt es in drei verschiedenen Stärken, nämlich 0,5, 0,75, ist das richtig? Genau, 0,5, 0,75 und 1 mm Stärke. So viel zum Vorwort. Ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn ich euch die hier so in die Kamera halte. Wir bauen nochmal wieder die Kamera um, zeige euch das Ganze mal ein bisschen genauer. Dann zeige ich euch nämlich, was nämlich neu an diesem Plektren ist. Und am Ende sprechen wir nochmal drüber und hören uns mal an, wie klingen die eigentlich und sind die was für mich? Los geht's! Ja, und hier sehen wir dann die Verpackungen, in denen die kommen. Also das sind so ganz normale, durchsichtige Kunststoffbeutel. In den Beutel kommen die Plektren an. Und wir können jetzt hier schon sehen, dünn, medium und dick. Das erkennst du hier eben an der Lasche. Ja, wir haben hier unterschiedliche Dunkelheitsstufen, so nennen wir es einfach mal. Und daran erkennst du, welche Stärke das ist. Das Gleiche haben wir natürlich auch in dem Blauen. Ne? Also Blau gibt es auch in unterschiedlichen Farben. So, aber was ist jetzt besonders an diesem Teil? Wir machen jetzt einfach mal hier so ein Ding auf. So, da sind sie. Also, wir machen das auch mal direkt ab. Hier bleibt auch nichts am Plektrum dran, also da braucht er jetzt keine Bedenken haben, dass da irgendwie ja, Kleberückstände sind oder ähnliches. Man hat hier eine bewegliche Lasche. Ja, und ich glaube, das ist so ziemlich der größte Unterschied. Du hast hier einen sehr großen Bereich zum Greifen. Ne? Also wenn du jetzt hier so festhältst, ist der Bereich, wo du greifst, schon relativ groß. Und beim Spielen kann sich dieses Ding hier eben bewegen. Das geht nicht wieder zurück. Ne? Also das bleibt dann in der Stellung. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, das schwabbelt dann immer so hin und her, wenn du spielst. Hier nochmal ein bisschen näher dran können wir sehen, hier ist der Firmenname drauf. Auf der Rückseite nochmal. Und wir haben auch ein bisschen so geriffelte Stellen, so grobe Stellen. Das soll eben dafür dienen, dass man das Ding besser greifen kann, ist klar. Und hier können wir nochmal sehen, den Mechanismus nennen wir es einfach mal. Ja, die Plektren bleiben an der Stelle, wo du zuletzt gespielt hast. Gut. Ja, also wir haben uns jetzt hier mal eine Western-Gitarre genommen und zwar ist eine Takamine TF740F. Ist eine vollmassive Made-in-Japan-Takamine. Die ist so ziemlich gemacht für Fingerstyle-Geschichten, aber für den Test reicht es jetzt eigentlich aus, weil es geht ja darum, wie ist das Spielgefühl, wie verändert sich der Klang bei unterschiedlichen Plektren. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit meinem Haus- und Hof-Plektrum. Und zwar ist es ein Jim Dunlop Nylon-Plektrum 0,38 mm. Das mag ich, weil es besonders viel Brillanz, viel Höhen reinbringt. Ich mag es. Das ist eigentlich das Plektrum, mit dem ich Akustikgitarre spiele. Und ich zeige euch mal, wieso ich das benutze, ja. So,
So, jetzt nehmen wir das gleiche mal als 060er. Ne, das ist auch wieder ein Jim Dunlop Nylon Plektrum 060er. Ich hoffe, dass das übers Mikrofon so rüberkommt, wie es in Wirklichkeit ist. Die Gitarre hört sich jetzt stumpfer an, weniger brillant, als mit dem 038er Plektrum. Alleine diese Tatsache bringt mich eben dazu, dass ich für eine Akustikgitarre hier so ein dünnes spiele. Ja, sollte jetzt mit den Nylon-Plektren reichen, weil darum geht es ja gerade gar nicht. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar fangen wir mal mit dem roten hier an. Das ist ein Polycarbonat-Plektrum. Und ich mache das einfach mal so, wie es mir gefällt, nämlich das ganz dünne. Und wir schauen mal, was da klanglich so entsteht. Ich packe das übrigens auch oben an, ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. So kann man es sehen. Ich packe das relativ weit oben an, dass der untere Teil gut schwingen kann. So, und jetzt nehmen wir das gleiche mal als blaues, also auch das dünne. Ja. Also, jetzt haben wir natürlich erstmal das, was ich euch damit rüberbringen wollte, war der Klang vom Plektrum, ohne dass sich das Ding hin und her bewegt. Deswegen habe ich immer nur von oben angeschlagen. Wir spielen jetzt mal eine Abwärtsschlagmuster. Ich habe da jetzt kein spezielles Schlagmuster. Es geht einfach darum, dass wir mal von oben und von unten anschlagen, ne? Das war jetzt das 038er. Jetzt machen wir weiter mit dem 060er Nylon. Jetzt machen wir mit dem roten weiter. Rot war Polycarbonat in dünn. Und jetzt machen wir blaue. Ja, jetzt haben wir da schon mal so ein bisschen einen Vergleich gehört. Wir gehen mal auf so ein dickeres. Und zwar ist das jetzt hier das Polycarbonat in 0,75, also eine Stärke, mit der ich überhaupt nicht spiele. Das wäre mir schon als normales Plektrum zu dick. So, ja, ich weiß, es gibt da draußen Leute, die meisten von euch spielen mit Sicherheit mit dickeren Plektren, aber ich bin halt von klein auf, sagen wir mal in Anführungsstrichen, spiele ich halt so dünne. Damit komme ich am besten klar, habe ich das beste Spielgefühl mit. Aber das, es gibt kein richtig, kein falsch. So, ganz klare Kiste. Wir spielen jetzt mal hier mit dem 0,75er. Machen wir das gleiche jetzt auch mit dem blauen in 0,75. Und dann müssen wir die Dicken natürlich auch noch machen. Komm, machen wir das jetzt eben noch schnell durch hier. Das war jetzt das Rote in 1 mm Stärke. Also für mich bei einer Akustikgitarre, weiß ich nicht. Also wie gesagt, Geschmackssache,
aber ich habe noch nie freiwillig so ein dickes Pleck. Natürlich mal, wenn du mal irgendwo im Musikgeschäft bist und fragst nach einem Pleck oder so und die haben gerade nur so ein dickes da oder sowas, ne? Dann spielst du oder beim Kumpel oder so. Aber normalerweise spiele ich so dicke nicht. Jetzt das Blaue. Ja, hier sind wir die mal mit so Anschlag, Strumming sind wir die mal durch. Jetzt machen wir das gleiche, die gleiche Akkordfolge, einfach nur mal mit einzelnen Saiten anschlagen. Und zum Vergleich das 06er Nylon Pleck eben. Und dann fangen wir jetzt an mit dem dünnen, mit dem 05er roten Polycarbonat-Plektrum. Und dann machen wir das ganze Ding jetzt auch noch mit dem Blauen. So, genug geklimpert. Also ich denke, ihr habt so kleine gewisse Unterschiede gehört. Es macht jetzt für mich keinen Sinn, euch jetzt auch noch die Dicken dazu zeigen. Es geht jetzt einfach darum, was halte ich von den Dingern? Finde ich die gut? Wie fühlen die sich für mich an? Ja, zuerst mal beim reinen Abwärtsschlagen. Ja, merkst du einen Unterschied? Du merkst, dass es dicker ist und du merkst, dass ein bisschen Spiel vorne ist. So, das ist das, was du merkst. Sobald du auf- und abwärts schlägst, merkst du auch, das nimmst du wahr, dass sich hier vorne was tut. Wenn du dann einzelne Saiten anschlägst, habe ich schon das Problem, dass ich kriege Probleme mit der Koordination. Ganz klar. Du weißt, du hast nicht instinktiv drin, wo dieses Ding steht. Du kannst es auch vorne packen. Ja, du kannst das Pleck auch wirklich hier vorne am, warte mal. Du kannst es hier auch an den grauen Punkten packen, aber da geht für mich die Sinnhaftigkeit verloren. Warum soll ich das Ding hier vorne packen? Weil dann habe ich auch wieder ein starres Pleck, ne, da kannst du ja draufdrücken, wie du willst. Das hat für mich keinen Sinn. Also wenn dann, das ist der einzige Vorteil, den ich mir erklären kann, ist, wenn du das Ding hinten packst und das Ding vorne frei schwingen kann. So. Nachteil ist, das Ding springt nicht mehr in die Mittelstellung zurück. Und das sorgt eben dafür, zumindest bei mir, dass es ein sehr unnatürliches Spielgefühl gibt. Preislich sind die Plecks, habe ich rausgesucht, Moment, habe ich mit PayPal bezahlt. Daher kann ich euch ganz genau sagen, was ich bezahlt habe für Pleck drin, inklusive diesen Verpackungen hier. Ja, also die sehen so aus, ja, das ist einfach eine Dose zum Schrauben. Metalldose, passen 3 Stück rein. So. Ist einfach eine Dose, die kostet bei denen irgendwie 1 Dollar oder so. Ein Pfund, kommt aus England, sorry. 1 Pfund. Ja, was habe ich bezahlt? Ich habe für diese 6 Pleck drin, die waren im, die kriegst du in so einem Angebotspack, 3 Pleck drin für 19,97 Pfund, also ungefähr 20 Pfund. Ich habe für 2-mal das Angebotspaket aus 3 Pleck drin und 2 Dosen inklusive Versand nach Deutschland 50 Pfund 94 bezahlt, was mit anderen Worten 59,20 Euro sind. Ich glaube, da kann man es ganz gut erkennen. 59,20 Euro für 6 Pleck drin. Okay, man muss natürlich ein bisschen sehen, okay, da ist Entwicklungsarbeit reingeflossen, die Leute haben sich da Gedanken zugemacht und möchten natürlich den Markt jetzt mal wieder was Neues, was Frisches schenken. Was halte ich von den Dingern? Für mich ist das gar nichts.
Ich sage euch so, wie das ist. Ich halte von den Dingern relativ wenig. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gehofft, dass die in die Mittelstellung zurückspringen. Tun sie nicht. Und das sorgt eben dafür, dass es für mich ein sehr unnatürliches Spielgefühl gibt. Die werden nicht meine 0,38er und 0,60er Jim Dunlop-Plektren ablösen. In keinster Weise. Ich finde die vom Spielgefühl her schlechter. Die hören sich meiner Meinung nach nicht so brillant an, wie bei einer Akustikgitarre das 0,38er oder das 0,60er auch. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich kann mit meinen Plektren, ich habe bewusst so ein dünnes gewählt, damit ich diesen Sound erreiche. Ich hab mich an dieses Spielgefühl gewöhnt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich an das Spielgefühl von diesem Ding hier gewöhnen könnte, dass es mir irgendwann mal genauso leicht fällt wie das Ding, was man schon Ewigkeiten gewohnt ist, ne? Also das muss man halt auch sagen. Es wird eine Gewöhnungsphase da sein. Wenn die irgendwann mal vorbei ist, ja, okay, wirst du dich dran gewöhnt haben. Die Frage ist halt nur, was hast du dadurch für einen Mehrwert? Den sehe ich nicht. Also wirklich, den habe ich noch nicht verstanden. Wenn es einen gibt, den ich nicht kapiert habe, dann bitte einmal drunter schreiben. Also klar, die möchten, dass deine Halteposition eine andere ist als die Schwingfläche. So, das ist, denke ich mal, das, was die damit erreichen wollen. Für mich sind die Plektren nichts. Aber ja, das heißt ja nicht, dass die grundlegend scheiße sind. Ja, es kann mit Sicherheit sein, da draußen gibt es mit Sicherheit Leute, die die total feiern, die total geil finden. Ja, die haben ja auch ordentliche Entwicklung da reingeschickt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht leicht ist, so ein Plektrum zu entwickeln, ne? Auch wenn das nur ein bisschen Kunststoff ist. Ich weiß, dass das alles sehr aufwendig ist, alles sehr arbeitsaufwendig ist und auch sehr kostenintensiv ist. Aber es heißt ja nicht, dass es dann sofort jedem gefällt. Und ich muss leider sagen, mir gefällt es nicht. Ich werde die definitiv nicht nochmal kaufen. So hart, aber es ist die Wahrheit. Gut, aber ich kann mir vorstellen, dass wir in einigen Monaten, ja, weil das nächste Gewinnspielvideo kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Das nächste Gewinnspielvideo ist schon gedreht. Das kommt bald online, da ist es noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Plektren in einem künftigen Gewinnspielvideo verlost werden. Und das ist natürlich ganz interessant dann für mich, weil dann kann ich auch mal hören, wie ihr die Plektren findet. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass nicht jeder bereit ist, 60 Euro für 6 Plektren zu zahlen. Wenn man einfach bedenkt, dass, was weiß ich, 6 Plektren bei anderen Firmen 5er kosten. Gut, in diesem Sinne, wir sind hier durch hier mit den Plextrum-Plektren aus England, die ein neuartiges Schwingsystem haben, die so, du kannst also wirklich hier, das ist die Verpackung nochmal, also bis zu 20 Grad schwingen die in ihrer eigenen Hülle, in ihrer eigenen Haut vor sich hin. Mich haben sie leider nicht zum Schwingen gebracht, aber vielleicht ja einen von euch da draußen. Gut, dann sind wir jetzt durch hier mit den Plextrum-Plektren. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten Videos dabei seid. Haut da rein, abgehen